Hallo Freunde, in diesem Video erkläre ich euch, wie Sie Daten von einem SSD-Laufwerk wiederherstellen und in welchen Fällen Sie dies möglich sein wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Heutzutage werden SSDs immer beliebiger und ersetzen zunehmend herkömmliche Festplatten. Da SSDs keine beweglichen Teile enthalten, gelten sie als zuverlässiger als ihre mechanischen Gegenstücke. Gleichwohl stellen Benutzer Fehler, Virenangriffe und Ausfälle des Betriebssystems auch eine gewisse Bedrohung für die Integrität der Daten auf solche Laufwerken dar. Die Besitzer dieser Laufwerke sind genauso häufig mit gelöschten Dateien, versehentlich formatierten Datenträgern, beschädigten Abschnitten von Datentabellen und beschädigten Systemdateien konfrontiert wie mit solchen mit einer normalen Festplatte. Wenn wir über die Datenwiederherstellung von SSD-Laufwerken sprechen, unterscheidet es sich erheblich von der Wiederherstellung von gewöhnlichen Festplatten. In den meisten Fällen können Dateien, die vom SSD-Laufwerk gelöscht werden, nicht wiederhergestellt werden. Da das Kennzeichen eines Festkörperspeicherstreams ist, das ist eine spezielle Anweisung von der Benutzeroberfläche ATA, die den Festkörperspeicher dazu zwingt, Datenblöcke, die zuvor zum Speichern gelöschter Dateien verwendet wurden, buchstäblich physisch zu löschen. Also, fangen wir an. Was kann getan werden und wie werden Daten wiederhergestellt? In der Tat gibt es nicht viel zu tun. Nun, wenn der Befehl Trim nicht ausgeführt wurde oder diese Option vom Laufwerk, Betriebssystem oder der Schnittstelle zwischen Computer und SSD nicht unterstützt wird, können Sie gelöschte Dateien wiederherstellen. Sie können überprüfen, ob der Befehl aktiviert ist, indem Sie die Befehlszeile ausführen. Geben Sie bei der Suche CMD ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Befehlszeile und wählen Sie als Administrator ausführen. Befehl eingeben. FSUtil Behavior Query Disable Delete und Notify. Sie finden es in der Beschreibung unter dem Video. Und drücken Sie Enter. Als Sie als Ergebnis der Ausführung Disable Delete Notify erhalten, ist Trim aktiviert. Wenn 1, ist es entsprechend deaktiviert. Geben Sie zum Aktivieren von Trim, falls deaktiviert, an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein. FSUtil Behavior Set Disable Delete Notify 0. Und um folgendes auszuschalten, FSUtil Behavior Set Disable Delete Notify 1. Beachten Sie jedoch, dass das Deaktivieren dieser Funktion die Geschwindigkeit des SSD-Laufwerks beeinflusst. Wenn dieser Befehl deaktiviert ist oder nicht funktioniert hat, hilft Ihnen das Hetman Partition Recovery Programm bei der Wiederherstellung der Daten. Dies hilft auch, wenn der Datenträger beschädigt, gestoppt oder vom System erkannt wurde. Führen Sie das Programm aus, wählen Sie den Datenträger aus und Sie sehen das Fenster des Wiederherstellungsassistenten. Hier müssen Sie die Art der Analyse auswählen, vollständig oder schnell. Schnelle Analyse findet kürzlich gelöschte Dateien und die vollständige Analyse findet alle möglichen gelöschten Informationen. Ich wähle Quickscan, weil die Daten kürzlich von mir gelöscht wurden. Ich klicke weiter, warte ein bisschen, alle der Analyseprozesse ist abgeschlossen. Dann klicken Sie auf Fertigstellen. Dann öffnet sich ein Fenster mit Ordnern, in denen die gelöschten angezeigt werden. Das Programm bietet eine Vorschau aller Informationen im rechten Teil des Fensters. Es können beliebte Textdokumente, Tondateien, Fotos und Archive sein.
Wenn Sie den Ordner mit Ihren Daten nicht sehen, gibt es eine Hilfeschaltfläche. Wo sind meine Dateien? Die weitere Schritte zum Auffinden dieser Dateien beschreibt. Wenn sich der gewünschte Ordner in dieser Liste befindet, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie als nächstes die Speichermethode und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie den Pfad an, in dem sie gespeichert werden soll und vergewissern Sie sich, dass genügend Speicherplatz vorhanden ist, um sie zu speichern. Danach klicken Sie auf Wiederherstellen. Das Programm warnt Sie, dass es nicht empfohlen wird, Daten auf demselben Datenträger zu speichern, von dem sie wiederhergestellt werden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, wählen Sie ein anderes Laufwerk aus oder klicken Sie auf OK. Fertig. Die Daten werden in dem zuvor festgelegten Ordner wiederhergestellt. Wenn der Schnellscan Ihnen nicht geholfen hat, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Festplatte und wählen Sie vollständige Analyse und klicken Sie auf Weiter. Dies kann einige Zeit dauern. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Öffnen Sie nun den Ordner Tiefe Analyse und versuchen Sie, die benötigten Daten in den Abschnitten zu finden. Wenn ein Abschnitt gelöscht wurde, wenn Sie den SSD-Bereich der Festplatte gelöscht haben, gibt es in unserem Kanal ein Video, das Ihnen bei der Wiederherstellung hilft. Der Link befindet sich in der Beschreibung unten dem Video. Und das ist alles. Daumen hoch, subskribieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.